Ja, hi meine lieben Kochfreunde, ich bin's, euer Pumping Chef. Heute kochen wir mal was richtig Schnelles. Ihr kennt das. Man hat viel zu tun, man hat einen Alltag, man hat Kinder, man muss zur Arbeit und da drückt der Hunger rein und da hat man nicht so Zeit, um etwas Schönes, Teures, Leckeres zu kochen, zu zaubern. Und ja, ich zeige euch mal, was ich denn so koche, wenn ich richtig Hunger habe und keine Zeit habe. Ist bei uns richtig schnell. Wir haben hier diese Gemüse-Idee von Asia Wok. Sehr gute Qualität. Nur die besten Sachen sind da drin. Und ja, hier ist ja so ein Aufkleber, da steht es nochmal gut erklärt. Ne? Forever Food Together. Ne? Also so ein Abzeichen dafür, dass es wirklich gute Qualität ist. Hier sind, wie viel Gramm sind hier drin? Da, 480 Gramm Füllgewicht. 2,99 € ist schon ein stolzer Preis. Dazu gibt es so ein schönes Glas Onkel Benz, süß-sauer, Knoblauch. Soll ja ratzfatz alles gehen. Dann haben wir hier unseren Reis, der braucht wahrscheinlich am längsten zu kochen. Und hier haben wir so ein Paketchen, ja, 400 Gramm Hähnchen. Entschuldigung, so Pute und zwei Eier. Ja, zur Zubereitung kommen wir dann jetzt sofort. Das Fleisch wird scharf angebraten und der Reis ganz normal gekocht erstmal. So sieht dann der Gemüsemix aus. Schön bunt. So, wenn das Fleisch eine schöne Farbe hat, dann schneiden wir das so in Streifen. Dann habe ich hier unser Ei, das verrühre ich. Und dann kommt das in unseren Reis dazu. Auch wichtig da, alles verrühren, damit das schön stocken kann. So, unser Fleisch kocht hier vor uns hin. Wir haben das nochmal in die Pfanne getan, damit es richtig schön durchgaren kann. Ich gebe da jetzt ein bisschen Sojasauce dazu. Ja, das normale Standard. Einfach nur für Aroma und für Farbe. Dann kommt unser Gemüse dazu. Wir sind dann auch fast fertig. Unser Gemüse kocht jetzt ungefähr noch, ja, ich sag mal 5 Minuten. Dann geben wir unsere Soße dazu, also diese Onkel Benz Soße. Ich zeige sie nochmal. Wird da ganz normal eingegossen, dann lassen wir das auch nochmal richtig heiß werden. Reis rausnehmen und anrichten. Und schon ist das fertig. Die Fotos folgen gleich, ja? Ich bin fertig. So sollte das Ganze aussehen. Foto kommt gleich nochmal. Ja, ein schnelles, einfaches Gericht. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr so kocht, wenn ihr Hunger habt und es mal so richtig, richtig, richtig schnell gehen muss. So, hier ist das Licht am besten. Ja, ich bin euer Pumping Chef. Hat Spaß gemacht. Wie immer, schaltet ein unseren Blog pumpingchef.com. Einfach mal draufschauen. Da findet ihr noch mehr Rezepte, Ideen und kreative Sachen. Das ist, wie gesagt, etwas, was richtig schnell gehen muss. Leider nicht die besten Produkte. Aber Iglo ist schon ein Vorreiter und Onkel Benz ist auch nicht das Schlechteste. Bis dahin, guten Appetit und aufpassen mit den Pestiziden in den Eiern. Ciao.